Moin moin und hallo. Heute möchte ich gerne zeigen, wie ihr so eine Edelstahlkonstruktion wieder schön hinbekommen könnt. Dabei muss ich aber sagen, diese ganz krassen Kratzer hier, die ganz tiefen werden wir wohl nicht rauspoliert bekommen. Aber es wird bestimmt um einiges besser aussehen danach. Erstmal so, Edelstahl sieht nach einer längeren Zeit der Benutzung mit kleinen Kratzern versehen aus. Und dies aber wieder schön hinzubekommen, gibt es Polierpasten. Diese Polierpasten gebt ihr einfach mit einem Baumwolltuch auf oder einem Schwamm. Da ist es darauf zu achten, wenn ihr eine Chromüberzug noch habt, also so eine Chromübersicht, dann müsst ihr sogar noch vorsichtiger sein. Das heißt also, wir gehen jetzt hin und machen unseren Freund hier ein bisschen nass. So, ein bisschen nass nur. Wir haben unseren Lappen jetzt nass gemacht. Also was wir machen ist, wir schleifen, denn in der Polierpaste sieht so aus. Hier, das ist so ein weißes Liquid. Das hat kleine Schleifpartikel. Diese kleinen Schleifpartikel schleifen dann ganz im Mühbereich die Fläche des Edelstahls ein bisschen ab, aber wirklich nur ganz wenig. Und wenn ihr jetzt etwas Wasser noch als Schmiermittel dazwischen macht, dann wird das noch weniger. Das heißt also, wenn ihr jetzt wirklich ein ganz versautes Teil habt, könnt ihr auch auf das Wasser verzichten. Nur dann habt ihr mehr Schleifwirkung. Also ihr müsst da euch vielleicht dran tasten, erst mit Wasser versuchen, wenn es gar nicht wird und gar nicht euren Wünschen entspricht, danach dann mit ohne Wasser. Okay? So, was wir jetzt gleich sehen, wenn ich drüber reibe, ist, dass das weiße Tuch so aussehen wird. Es wird so graue Flecken bekommen. Das ist dann das Material, was wir runterholen. Okay? Hier sieht man es gut, ne? Das ist das Material, was wir da runterholen, aber wirklich nur im Mühbereich, ganz, ganz klein. Und wichtig noch ist, ihr seht ja eine Struktur auf dem Edelstahl. Das ist nämlich alles sozusagen in Längsrichtung hier. Hier sieht man es jetzt gut, glaube ich, ne? Das sind die Fasern oder das sieht so faserig aus, dass das in diese Richtung sich bewegt. In diese Richtung sollten wir dann auch polieren. Nicht so, sondern so. Das sind so, hier sieht man es auch, da jetzt sieht man es gut, ne? Die Struktur der einzelnen Atome ist also so ausgerichtet, dass sie in dieser Längsform sind. Das ist von der Herstellung so vorgesehen worden. Und um dieses homogene Bild jetzt nicht zu zerstören, werden wir jetzt nicht wie sonst im Kreis oder so, wir werden mit der Struktur mitfahren. Das heißt also in diesem Fall immer von rechts nach links und nicht von oben nach unten. Rechts und links, rechts und links, rechts und links und rechts und links. So, wie machen wir das jetzt? Wir haben unser Tüchelchen. Wir nehmen jetzt etwas von der Paste auf eine Ecke und dann können wir schon anfangen. Wir gehen also mit der Paste und dem Tuch am besten an einer Ecke platzieren. Gehen wir drauf. So. Und verteilen die Paste erstmal schön. Man hört ihr das, wie das ratscht? Ne, da sind Schleifpartikel drin. Diese Schleifpartikel werden nach ein paar Minuten abgetragen sein und nicht mehr so richtig schleifen können. Deshalb werden wir öfters nachholen müssen. Das ist so ein Stück, dauert 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, 25. Also ist man an so einem Stück Edelstahl bestimmt eine halbe Stunde beschäftigt. So, jetzt haben wir das aufgegeben und jetzt fangen wir an, über die Oberfläche zu gehen. Und zwar in der Richtung, wie das Edelstahlstück ausgerichtet ist. So. Schön drüber. Jetzt geht es einfach darum, die kleinen Kratzer wegzupolieren und die Struktur, die darunter ist, aufrecht zu erhalten. So, jetzt riecht ihr, man riecht das auch schon. Dieses Schleifmittel hat so einen speziellen Geruch. So, und dann haben wir dieses Teilchen hier schon ganz gut angeschliffen jetzt. Werden dann nur noch gleich noch mehr finishen müssen, bis
fast alle Kratzer weg sein werden. Denn die manchmal bekommt ihr die Tiefe und kriegt ihr einfach nicht raus. Da müsst ihr eine Maschine nehmen, die dann aber auch die Oberfläche mehr angreift und dann auch unter Umständen zu viel Material wegnimmt. So, jetzt gucken wir mal. Schön, zack. Da müssen wir noch ein paar Mal drüber. Und das mache ich jetzt. Und wie gesagt, hier ist alles braun. Nee, schwarz ist das schon. Das ist der Teil, den wir abgenommen haben. Das ist jetzt nicht das Tuch, sondern das Material, was wir von der Oberfläche weggenommen haben. So, und das machen wir jetzt komplett einmal rum. Und danach gucken wir uns an, wie es geworden ist. Jetzt haben wir das jetzt hier also ganz schön gemacht, ne? Jetzt gehen wir mit einem sauberen Tuch drüber und nehmen die restlichen Polierrückstände ab. So. Und dann, wie gesagt, da die großen seht ihr, die habe ich nicht rausbekommen. Aber es sieht bedeutend besser aus als am Anfang. So. Jo. Jetzt sieht es wieder shiny aus. Schön am Glänzen ist es nun wieder. Und jetzt kann es auch wieder eingebaut werden und wird wieder schön shiny sein. Also nochmal zusammenfassen. Wir nehmen mit der Polierpaste, nehmen wir etwas Material weg. Dadurch verschwinden die im oberen Feld sich befindenden Kratzer, die tiefer reingekommen sind, wie hier der. Und da ist auch noch einer jetzt unter meinem Schatten. Die kriegt ihr nicht mehr raus, denn da müsste man zu viel Material wegnehmen. Aber so könnt ihr einen Edelstahl-Finish wieder hinkriegen. Nur wichtig ist, immer zu gucken, wo die Faser langläuft, ne, wie die Struktur ist. Und dieser Struktur folgt ihr. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon.